Wie berechne ich meine Witwenrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Uns erreichen sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Hinterbliebenenrente, Witwenrente. Und vor allen Dingen geht es auch immer wieder um die Frage, wie wird denn eigentlich meine Witwen- oder Witwerrente berechnet? Und wir machen heute einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, damit Ihnen das im Schema mal klar ist. Und das können Sie ja dann zu Hause auch mal mit dem Taschenrechner nachrechnen. Also so ganz grob, dass Sie einfach mal einen Überblick haben, wie das überhaupt abläuft. So, mit der Witwenrente, mit der Berechnung. Also, hier unser Beispiel. Ehepartner ist gestorben am 1. Januar 2020. Dieser Ehepartner hatte eine eigene Altersrente von 1.800 Euro. Also er war schon Rentner. So. Die Ehefrau hat eine eigene Altersrente von 1.300 Euro. Und was ganz wichtig ist, die Ehe wurde am 3.3.1993 geschlossen. Also schon ziemlich lange verheiratet. Und da gibt es sozusagen drei Schritte, wie man die Witwenrente hier berechnet. Fangen wir mal mit dem Schritt 1 an. Erstens, das kennen Sie wahrscheinlich unter dem Stichwort Sterbevierteljahr. Das heißt also, die Altersrente des Verstorbenen, das ist das sogenannte Sterbevierteljahr. Dort wird die Altersrente des Verstorbenen 3 Monate lang an den Ehepartner ausgezahlt. Ja, ich habe jetzt immer noch keinen Wert eingegeben. So, und das sieht dann wie folgt aus. Die 1.800 Euro mal 3 Monate ergibt 5.400 Euro. Das ist der Zahlbetrag für das Sterbevierteljahr. Das heißt also, ohne Einkommensanrechnung, ungekürzte Altersrente wird dort ausgezahlt. Relativ einfach. Ja, so. Jetzt werden Sie sich fragen, naja, was ist denn nach dem Sterbevierteljahr? Da geht dann der weitere Schritt, also der zweite Schritt los. Und zwar, Schritt 2, die Berechnung der Witwenrente anhand der Altersrente des Partners. Und zwar mit einem bestimmten Rentenartfaktor, der abhängig ist davon, wann der Tod des Versicherten eingetreten ist oder wann die Ehe des Versicherten, der Versicherten hier geschlossen worden ist. Also machen wir mal Berechnung Witwenrente entsprechend Altersrente des Ehepartners, da nehme ich mal hier das Zeichen, und zwar entweder mit 55% der Altersrente des Verstorbenen oder mit 60% der Altersrente des Verstorbenen. Und da müssen Sie also letzten Endes nur wissen, 55% bedeutet, wenn die Ehe nach 2002 geschlossen worden ist oder der Tod des Versicherten nach 2002 eingetreten ist. Das liegt in unserem Fall nicht vor. Zwar ist der Tod des Versicherten nach 2002 eingetreten, aber die Ehe wurde ja vor dem 1.1.2002 geschlossen. Also berechnen wir hier die Witwenrente mit dem Rentenartfaktor 0,6 oder 60%. Das heißt also, unser Beispiel: Witwenrente 1.800 Euro Altersrente, ja, vom Verstorbenen mal 60% ergibt 1.080 Euro Witwenrente. Ja, ich mache mal hier noch einen Punkt hin, das ist klar. Das wäre die Witwenrente brutto als monatlicher Auszahlbetrag, wenn die Ehefrau keine eigenen Einkünfte hätte. Denn, wir haben es ja in dem Beispiel auch klar gemacht, sie hat eine eigene Rente. Also kommen wir jetzt zur dritten und entscheidenden Stufe, nämlich die
Berechnung der Witwenrente unter Anrechnung des Einkommens von 1.300 Euro. Und zwar ist das die sogenannte Einkommensanrechnung. Wir nennen das EA. Ja, so die Einkommensanrechnung. Und zwar wird Folgendes gemacht: Die eigene Rente wird um 14% bereinigt. Das ergibt einen bestimmten Wert. Jetzt werden Sie fragen, wieso 14%? Relativ einfach. Wenn die eigene Rente nach 2011 begonnen hat, ist dieser Wert 14%, hat die eigene Altersrente vor 2011 begonnen, sind es 13%. Aber merken Sie sich bitte, im Regelfall nehmen wir meistens die 14%. So, Beispiel. €1.300 minus €182, also 1.300, werden 14% bereinigt, 182 Euro macht das, ist gleich 1.118 Euro. Das heißt also, eigene Altersrente wurde um 14% bereinigt, ergibt 1.118 Euro. Jetzt müssen wir diese 1.118 Euro um den sogenannten Freibetrag, der gesetzlich vorgegeben ist, vermindern. Das heißt also, wir nehmen die 1.118 Euro und ziehen davon 872,50 Euro, das ist der Freibetrag, ab. Ergibt einen Wert von 245,98 Euro. So. Nochmal, dieser Freibetrag ist gesetzlich vorgegeben. Wir haben Freibetrag West und Ost und hier haben wir den Freibetrag West. Und zwar ist das sozusagen der aktuelle Rentenwert multipliziert mit dem Faktor 26,04, ergibt diesen Wert als Freibetrag. Das heißt also, wir müssen immer das bereinigte Renteneinkommen dann noch um den Freibetrag vermindern. Ergibt also diesen Betrag. Dieser Geldbetrag wird aber jetzt nicht von der ausgerechneten Witwenrente einfach so abgezogen. Nein, sondern hier gibt es nochmal eine 40% Anrechnung. Das heißt also, davon werden 40% abgezogen oder ein 40% Wert ermittelt. Und das sind dann, jetzt muss ich selber gucken, dass ich das hier auch richtig berechnet habe, das sind dann in der Tat 98,32 Euro. So, und diese 98,32 Euro werden jetzt von der 60% Witwenrente 1860% 1080 Euro abgezogen. Das heißt also, 1.080 Euro minus 98,32 Euro ergibt 961,68 Euro. Und das ist genau die Witwenrente, die unsere Witwe auch brutto dann in der Tat bekommt. Also nicht ausgezahlt, sondern das ist die Bruttorente,
Diese Rente wird dann nochmal um ca. 11% oder dieser Wert wird nochmal um 11% gekürzt und dann ist der Auszahlbetrag monatlich bei 873 Euro. Das ist der Nettoauszahlbetrag Witwenrente. So, jetzt haben Sie mal schematisch gesehen, wie eigentlich eine Witwenrente mit einer Einkommensanrechnung berechnet wird. Es ist, wenn man das ein paar Mal durchmacht oder durchgeht, dann vielleicht auch nachvollziehbar. Ansonsten gucken Sie es einfach mal an, nehmen Sie einen Taschenrechner in die Hand und prüfen Sie es mal nach. Näheres zum Thema Witwenrente und Berechnung der Witwenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.